Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von EOS Messerschärfseite. Heute mit dem Thema Rasenmäherklingen schärfen. Wie man das macht, zeige ich euch jetzt. Doch zunächst müssen wir die Klinge erstmal ausbauen. Das hier ist der Rasenmäher, von dem ich die Klinge schärfen will. Zunächst muss ich ihn umdrehen, um an die Klinge überhaupt ranzukommen. Wir können sehen, dass die Klinge mit zwei Schrauben befestigt ist. Das ist von der Schraubengröße, schätze ich mal, eine 13er Mutter. Das heißt, wir brauchen einen Maulschlüssel, einen 13er. Meistens haben wir eine mittige Schraube. Hierbei haben wir exzentrische Schrauben. Das heißt, die sind einfacher zu lösen. So, die Schrauben werden rausgedreht und dann wird das Messer einfach abgenommen. Wenn beim Lösen der Schraube das Messer einmal festsitzt, dann hilft so ein Gummihammer oder hier in dem Fall ist es ein Schonhammer, also kein Gummi, sondern Plastik hier vorne, mit ein paar leichten Schlägen auf den Schraubenschlüssel, um die Schraube zu lockern. Manchmal ist es schwierig, weil das ganze Messer sich mitdrehen will. Das heißt, ich setze dann hier den Schlüssel an und muss gleichzeitig gegenhalten. Schnappe ich mir hier nur den Flügel und halte so gut es wie geht, nicht hier unten an der Schneide gegenhalten, nur an dem Flügel hier oben drin ist. Und gebe dann ein paar leichte Schläge auf den Schraubenschlüssel. Bei Benzinrasenmähern wie dem hier muss man aufpassen beim Umdrehen. Wenn man sie einfach so umdreht, läuft meist das Benzin irgendwo raus. Das heißt, entweder gibt es eine Richtung, auf die man die umdrehen kann, oder man legt was unter, entweder eine Pappe, die es aufsaugt, das auslaufende Benzin, oder Ähnliches. Ich in dem Fall habe einen alten Müllbeutel und den versuche ich jetzt mal auf der Gegenseite drüber zu ziehen. Wenn jetzt Benzin ausläuft, dürfte es in dem Sack landen. Ganz wichtig bei Benzinrasenmäher, Zündung ausschalten, bevor ihr es macht. Nicht, dass der Rasenmäher anspringt, weil ihr aus Versehen ein paar Umdrehungen dreht beim Schraubelösen und der Motor dabei mitgedreht wird. Wenn ihr den Benzinrasenmäher umgedreht habt, beeilt euch ein bisschen, damit nicht zu viel Benzin ausläuft. Hier in dem Fall habe ich eine mittige Schraube mit einem Imbus. Das müsste ein 8er sein. Hier wieder ein paar leichte Schläge drauf. Und dann geht's. Bei den Konstruktionen mit einem mittigen Anschluss immer darauf achten, dass hier mehrere Scheiben sind, dass die in der richtigen Reihenfolge nachher wieder drauf kommen beim Zusammenbauen. Hier haben wir eine rückwärtige Scheibe, die hier drauf kommt. Und drei Scheiben, die vorne eingebaut werden. Das heißt, die Reihenfolge ist, hier kommt die Schraube durch eine Unterlegscheibe, die leicht gekröpft ist. Dann kommt die goldene Scheibe mit den vier Punkten, aber zum Motor hin zeigend. Und dann die Plastikunterlegscheibe. Und das Ganze kommt dann durch das Messer und die nächste Plastikunterlegscheibe auf dem Teil drauf. Beim Benzinrasenmäher Schrauben wieder reindrehen, nur provisorisch nicht fest anziehen, damit sich da nicht zu viel löst. So, muss reichen. Jetzt solltet ihr aber schnell wieder den Rasenmäher zurückdrehen, damit nicht zu viel Benzin ausläuft. Schauen wir uns nochmal die Schneide genau an. Wir sehen, hier sind mehrere kleine Ausbrüche. Wenn wir uns die Rückseite anschauen, ist hier sogar eine richtige Kerbe drin, wo das Metall so einen Faden gezogen hat. Auf der Gegenseite sieht es auch nicht wirklich viel besser aus. Da haben wir hier einen richtigen Ausbruch. Ich hoffe, man kann ihn einigermaßen sehen. Genau hier. Und der Rest ist ziemlich stumpf. Hier oben sieht man noch ein bisschen Rost und Ähnliches, das werde ich noch später mit einer Drahtbürste entfernen. So, jetzt sind wir wieder da, das Rasenmähermesser ist ausgebaut. Das spannen wir jetzt hier in den Schraubstock ein. Und zwar so, dass die Flügel nach oben schauen. Es ist ganz wichtig beim Schärfen von Rasenmähermessern, dass diese nur von oben geschärft werden.
Also niemals auf der Seite, wo das Gras wächst, also zum Boden hin, sondern immer von der Oberseite. Wenn ich von unten schärfe, dann erhalte ich einen Keilwinkel, der quasi so steht. Das heißt, hier ist die Ebene, auf der das Messer rotiert. Und wenn ich von unten schärfe, habe ich einen Winkel, der hochläuft. Und wenn ich jetzt einen Grashalm abschneide, dann trenne ich ihn zwar hier, aber danach wird der Grashalm noch so lang gezogen, wie ich schneide. Und dabei reißt er unschön aus. Das heißt, die Oberkanten der Grashalme sind dann ausgefranst. Deshalb immer von oben schärfen. Das Messer spanne ich jetzt in den Schraubstock ein. Dabei solltet ihr darauf achten, dass ihr eine bequeme Arbeitsposition habt, wo ihr gut feilen könnt. So, es soll auch schön fest sitzen, also nicht zu arg wackeln. Ich werde jetzt diese Seite feilen, bis quasi sich eine neue Schneidkante gebildet hat. Ich werde nicht alle Kerben bis nach unten raus feilen, weil das einfach keinen Sinn macht. Die Rasenmähermesser sind relativ weich im Vergleich zu normalen Messern. Das bedeutet, die verzeihen mehr, wenn ich mal gegen ein Sandkorn oder was Ähnliches treffe oder ein Stöckchen, dann bricht nicht direkt was aus, es biegt sich was um, aber sie werden auch schneller stumpf. Und ich kann sie leichter schärfen, also ich kann sie mit einer Feile zum Beispiel schon schärfen. Es gibt Leute, die schärfen auch mit einem Winkelschleifer und einer Schrubbscheibe oder einer Fächerscheibe, die Rasenmähermesser. Davon halte ich nicht ganz so viel. Das Problem ist, wenn ich das mache, dann trage ich einmal viel Wärme ein und ich trage auch zu viel Material ab. Das Wichtige beim Schärfen von Rasenmähermessern ist nämlich nicht nur, dass die Messer eine bestimmte Schärfe haben, sondern auch, dass das Messer austariert ist. Das ist ganz wichtig, wenn das Messer dreht nachher beim Elektromäher mit 3000 Umdrehungen, beim Benziner nicht weniger, dann ist es wichtig, dass das Messer keine Unwucht hat. Die Reifen vom Auto werden ja auch ausgewuchtet, indem man Gewichte hinzufügt, kleine Bleigewichte. Bei dem Messer macht man es so, indem man von der schwereren Seite Material wegnimmt durch Feilen. Bei dem Messer ist es so, dass hier unten ein kleiner Punkt mittig ist. Dieser Punkt steht über die Ebene über. Auf dem Schraubstock habe ich auch so einen kleinen Amboss hier hinten. Und da sieht man halt auch, wie das Messer tariert, pendelt um diesen Werk. Und ich muss schauen, dass es einigermaßen gleichmäßig ist. Bei einem Messer mit einer Bohrung ist es auch leicht zu überprüfen. Ihr nehmt einen Schraubendreher oder einen Nagel, spannt den Nagel dann hier ein. Schraubendreher könnt ihr auch einfach hier auf den Tisch legen und legt die Klinge drauf. Steckt den Schraubendreher oder den Nagel durchs Loch und schaut einfach, ob eine Seite quasi abhaut, ob das irgendwie so runtergeht. Dann weiß man, die eine Seite ist schwerer. Aber ihr fangt in der Mittellage an und es sieht eigentlich okay aus, so als wäre der Schwerpunkt in der Mitte. So, ich spanne das Messer jetzt ein, so dass es fest drin sitzt, weil ich jetzt ja hier in dem Bereich Kraft aufwenden will beim Feilen. Zum Feilen nehme ich eine ganz normale Feile, Hieb 2. Hier in dem Fall eine von der Firma Dick. Also nicht Dick feine Werkzeuge, sondern die Messer- und Feilenfirma Dick. Die reicht eigentlich aus, eine ganz normale Werkstattfeile eigentlich. Hieb 2, weil ich jetzt erstmal Material entfernen will. Zunächst versuche ich den richtigen Schleifwinkel einzustellen. Das heißt, ich schaue von der Seite an, in welchem Winkel die Feile gleichmäßig aufliegt. Eventuell kann man hier auch mit der Edding-Methode arbeiten. Und dann mache ich ein paar zärtliche Striche, um zu schauen, ob der Winkel passt. Und korrigiere dabei den Winkel noch ein bisschen. So lange, bis sich auf der Unterseite ein Grat gebildet hat oder bis der Nachbarshund aufgehört hat zu bellen. Wenn man jetzt von unten fühlt, dann spürt man den Grat über die ganze Länge lang laufen. Das heißt, die neue Schneidkante hat sich gebildet. Wenn ich jetzt das Messer hier auflege, mit dem kleinen Punkt hier, dann sieht man, dass es leicht in die Richtung runterhängt. Das liegt daran, dass ich von der Seite Material abgenommen habe und es quasi leichter geworden ist. So, jetzt schärfe ich auch die Gegenseite mit der Feile. Hier auf der Unterseite ist dieser eine härtere Bereich, der hängen geblieben ist. Den werde ich jetzt vorher kurz vorsichtig entfernen.
Kannst du die Feile ganz flach aufsetzen und einmal lang streichen, weg ist er. So, der Grat läuft jetzt auch hier durch. Das heißt, ich werde jetzt die Feile präparieren, um ein bisschen feiner zu feilen. Ich nehme Kreide und mit der Kreide streiche ich die Feile ein auf der Seite, wo ich feilen will. Dadurch füllen sich die Vertiefungen der Feile und sie dringen nicht mehr ganz so tief mit ihren Zähnen ein. Nachdem wir nun beide Seiten so gefeilt haben, dass sich eine neue Schneidkante gebildet hat, dass der Grat durchlaufend ist auf beiden Seiten, überprüfen wir jetzt den Schwerpunkt des Messers. Das sieht sogar ziemlich gut aus. Ein bisschen leichter ist jetzt noch die Seite, vor allen Dingen, weil ich die Seite noch etwas feiner bearbeiten muss mit der Kreide in der Feile. Das wird sich der Zustand wahrscheinlich verändern noch. Nachdem wir nun beide Seiten gefeilt haben, ich habe auch die erste Seite nochmal überarbeitet mit der Kreide in der Feile, um sie feiner hinzubekommen, überprüfen wir, ob die Mittenlage, also der Schwerpunkt des Messers noch stimmt. Jetzt sind die beiden Seiten im Gleichgewicht. Das heißt, ich darf jetzt nicht mehr viel Material abtragen. Ich werde also nur noch kurz mit einem Schleifstein rübergehen über beide Seiten, um den Grat zu brechen, von der Unterseite, aber ganz flach, und von der Oberseite, um halt noch ein bisschen, ja, die Schneide sauberer, feiner zu machen. Dazu nehme ich gern so einen Kombistein, der ähnlich wie eine Feile ist, mit einem Handgriff hinten dran. Den kann ich dann genauso wie eine Feile einsetzen. Hat einmal eine grobe Seite und eine feine Seite. Ich denke mal, hier für den Fall muss ich mit der groben Seite starten. So, das reicht schon. Auf der feinen Seite erhöhe ich auf den Winkel ein bisschen, um eine kleine Mikrophase anzustellen, die die Schneide stabiler macht. Das soll schon reichen. Das gleiche auch auf der Gegenseite. Jetzt muss noch der Grat entfernt werden von der Unterseite. Dazu lege ich den Schleifstein flach drunter und ziehe ihn an dem Rasenmähermesser vorbei. Ich sehe, wie der Grat zur gegenüberliegenden Seite kommt. Den streiche ich jetzt wieder runter und ziehe jetzt in Schnittrichtung hier rüber. Da hat sich der Grat jetzt schon an einigen Stellen entfernt, hier vorne. Vielleicht könnt ihr sehen, hier vorne schält sich so ein Grat ab. So, der ist weg. Manche Gratbereiche sind sehr hartnäckig. Ich brauche eine extra Einladung. Dann nehme ich mir ein Stückchen Holz, wie jetzt hier der Griff von einer Drahtbürste. Und ziehe den einmal hier so rüber. Und der Grat ist fast entfernt. Hier unten hat er sich nur umgebogen. Da muss ich wieder vorholen. Jetzt ist der Grat entfernt und ich muss die zweite Seite genauso behandeln.
Hier kann man gut sehen, wie viele Metallspäne entstanden sind beim Feilen, um eine Klinge zu schärfen. Das Rasenmähermesser ist jetzt geschärft. Auch nach dem Abziehen stimmt die Ebenheit noch. Ja, wenn die Schärfe sich jetzt so anfühlt, dann fühlt es sich doch schon deutlich besser an als vorher. Hier ist so ein Blatt Papier, das kann geschnitten werden. So, das Messer ist wieder frisch geschärft und kann eingebaut werden. Achtet beim Einbau darauf, dass diese Flügel hier am Rand nach oben zeigen, Richtung Himmel, Richtung Motor. Und genauso auch die angeschliffene Seite und dass die flache Seite Richtung Gras zeigt, nach unten. In dem Fall habe ich auch noch Fixierdorne, die verhindern, dass ich das Messer falsch rum einbaue. Bei so einem System mit zwei Fixierdornen erfolgt das Mitnehmen über die zwei Dorne hier und die Schrauben fixieren eigentlich nur das Messer gegen die Dorne. Je nachdem, was ihr für ein Rasenmäher habt, was für eine Philosophie der Hersteller verfolgt, gibt es die Systeme mit einer mittigen Bohrung. Diese mittige Bohrung, die wird von einer Schraube dann durchstoßen und das Ganze festgezogen. Hierbei ist es so, die Drehrichtung des Messers gibt die Schraubrichtung der Schraube vor. Das heißt, wenn das Messer sich dreht, soll die Schraube sich nicht lösen können, sondern muss sich eher festziehen. Das heißt, wenn ich so eine Schraube lösen will, muss ich auch entsprechend in Schneidenrichtung drehen. Das heißt, hier bei der Schraube war es so, Messer war so rum eingebaut, von hier unten war die Schraube drin, hier ist die Schneide und ich musste zum Lösen in Schneidenrichtung drehen. Zum Schließen muss ich dann wieder gegen die Schneide drücken, dass quasi, wenn das Messer sich drehen würde, sich die Schraube eher festzieht. Beim Wechseln oder beim Lösen und wieder Festziehen von solchen Rasenmäherklingen gibt es verschiedene Werkzeuge, die sinnvoll sind. Je nachdem, wie euer Rasenmäher aufgebaut ist, braucht ihr so einen Maulschlüssel oder alternativ so einen Engländer- oder auch Rollgabelschlüssel, mit dem ihr auch verschieden breite Schrauben lösen könnt. Es gibt bei dem System hier auch Geschichten mit einer sehr großen Mutter. Da verwende ich gern so einen Zangenschlüssel hier. Der ist echt praktisch, weil er parallel schließende Backen hat, mit dem ich auch gut Kraft übertragen kann. Das ist wirklich eine schöne Sache. Was ich dann noch immer gerne dabei habe, ist so ein Schonhammer, also ein Hammer, der hier an den Enden Gummibacken hat, um auf den Schraubenschlüssel zu schlagen, wenn sich eine Schraube doch mal festgerostet hat oder ein bisschen fester geworden ist. Für manche Systeme braucht man auch Imbusschlüssel. Da hat sich so ein allgemeiner Satz bewährt. Mit so einem Satz hat man immer alles im Haus. Und was ich schön bei dem hier finde, hier vorne, ist eine gerundete Kappe, das heißt, ich kann nicht nur gerade in die Schraube einsetzen, sondern auch leicht schräg. Das ist recht praktisch. So, das war's wieder von Leos Messerschärfseite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich anders machen soll. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und vor allen Dingen viel Spaß im Garten, im frisch gemähten Gras. Das riecht immer so schön. Ja, und dann kann man auch wieder voller Freude grillen. Also, viel Spaß beim Grillen. Und beim Grillen das Messer nicht vergessen, das Scharfe zum Schneiden von Brot und Fleisch. Bis dann, tschüss.